Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zu GIMP. GIMP 2.8 möchte ich dir näher vorstellen. Erste Infos würde ich empfehlen, immer bei Wikipedia nachzuschauen. Hier haben wir einen kurzen Überblick, was dieses Programm so ausmacht von der Entwicklung her. Das Programm hat 1995 seinen Ursprung, wurde da entwickelt von Peter Mattis und seinem Studienkollegen Spencer Kimball. Und seit damals hat sich das Programm an und für sich ganz toll weiterentwickelt. Momentan, das ist der jetzige Stand des Jahres 2012, werden hier neue GIMP-Versionen von Sven Neumann weiterentwickelt und herausgegeben. Letztlich ist es ein großes Entwicklerteam, das hinter GIMP steht, und dieses GIMP ist Open Source. Man kann also selber daran weiterprogrammieren und es ist in diesem Fall auch kostenlos erhältlich. Der letzte Stand, den ich momentan hier besprechen möchte, ist der Stand 2.8. erschienen am 3. Mai 2012. Ja, wo bekommt man dieses Programm? Wer Windows-User ist, bekommt es unter der Internetadresse, unter der URL www.gimp.org. Man geht hier dann auf Download, kommt dann auch zu dieser Seite und kann dann hier von dieser Seite hier dann das GIMP herunterladen, nämlich die Windows-Version dafür. Kommt dann hier etwas eingeblendet, nach einer gewissen Zeit startet dann automatisch dann der Download. Und man kann das Programm installieren. Wenn jemand schon GIMP in einer älteren Version bei sich installiert, wird es automatisch dann deinstalliert und dann wird die Version in dem Fall hier bei mir 2.8.0 installiert. Wenn man das Programm dann installiert hat, kann man es dementsprechend auch dann starten. Ich mache das jetzt in dem Fall unter Windows 7. Ich gebe hier eine Aufforderung GIMP ein. Das wird mir hier eingeblendet. GIMP 2. Es wird gestartet, am Anfang kann es etwas länger dauern. Man sieht hier, wenn man jetzt das erste Mal startet, hat man hier drei verschiedene Fenster. Eine Neuerung bei GIMP 2.8 ist jetzt die Möglichkeit, hier diese drei einzelnen Fenster in einem Fenster zusammenzunehmen. Eine Arbeitsweise, die jetzt unter Windows sehr verbreitet ist. Die einen mögen lieber drei Fenster, andere nur ein Fenster. Und wenn man hier ein Fenster wählen will, dann geht man hier in diesen sogenannten Einzelfenster-Modus. Und man sieht, dass sich hier diese drei Fenster zu einem vereinigen. Ich maximiere jetzt hier dieses Fenster und könnte jetzt hier dann schon losarbeiten. Wenn ich hier mit der Maus herfahre, kann ich hier den linken Bereich und vermutlich auch den rechten Bereich etwas vergrößern. Hier in der Mitte habe ich die sogenannte Zeichenfläche und hier habe ich die entsprechenden Werkzeuge. Und hier auf der rechten Seite habe ich hier Ebenenfenster und andere Einstellungsmöglichkeiten. Darüber aber dann in einem weiteren Video.